Das Bestücken der Nikolausstiefel macht Hagenbecks Mitarbeiterin Michaela Wilke sichtlich Freude. Selbst die Kletterbäume sind geschmückt. Rosinen, Paranüsse, Mandarinen, alles schöne Sachen, die unsere Tiere mögen. Duftendes Tannengrün und frisches Stroh bringen Abwechslung in den Alltag der 18-köpfigen Nasenbärenbande. So, ich glaube, das war's. Der Nikolaus kann kommen. Clanchef Pablo ist nicht nur der größte und schwerste im Bunde, sondern traute sich bei Hamburger Schietwetter auch als erster ins Freie. Ihren Namen tragen sie nicht ohne Grund. Nasenbären besitzen eine Nase, die wie ein kleiner Rüssel verlängert und sehr beweglich ist. Damit untersuchen sie an diesem Morgen skeptisch die vorweihnachtliche Überraschung. Die aus Südamerika stammenden Raubtiere werden rund 15 Jahre alt. Hagenbeck ist stolz auf seine gewachsene Familie mit 6 Weibchen und 11 Jungtieren. Charakteristisch ist ihr gestreifter, bis zu 20 cm langer Schwanz, mit dem sie ihr Gleichgewicht selbst auf dünnen Ästen halten können. Ja, wir haben ja jetzt Nikolaus. Die Nasenbären haben deswegen ein paar Süßigkeiten bekommen in Form von Würmern und Rosinen. Nasenbären sind ja Allesfresser. Das heißt, die finden natürlich das ganz toll, wenn wir auch mal gerne in ja, signalfarbenen Hütchen irgendwas verstecken. Nasenbären sind ja sehr interessiert und freuen sich natürlich, wenn es auch mal was Neues gibt. Durch die Handaufzucht einzelner Tiere sind Hagenbecks Nasenbären besonders zutraulich. Durch Milchfläschchen, Maisbrei und Obst entwickelten sie sich zu stattlichen Felszwergen, die bis zu 6 Kilo auf die Waage bringen können. Trotz brennender Neugierde gibt es zwischen den einzelnen Familienmitgliedern keinen Streit. Jeder sucht sich seine eigene Beute, um sie genüsslich zu vernaschen. Harmonie wird großgeschrieben bei Familie Nasenbär.